Servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, ich bin's wieder mal. Nein, nicht wie sonst in meinem Video. Ja, Sonntagnachmittag und mir zieht's ein bisschen am Hausberg. Viel Zeit habe ich mal wieder nicht, aber das nutze ich trotzdem noch, was ich überhaupt. Ein bisschen Gepäck haben wir dabei. Natürlich gibt's einen Kaffee und ich habe ein nächstes kleines Zelt dabei. Aber mehr dann oben. Gehen wir. Und ich denke, mein Übernachtungsplatz da bietet sich an, dass ich da mein neues Zelt aufbaue. Ist eigentlich so ein kleines Zelt, quasi so wie so ein kleines Tipi. Und ja, das seht ihr dann eh jetzt. So, das ist das da jetzt einmal. Das hat 1,2 Kilo. Ist also auch relativ leicht. Und dann werden wir hineinschauen. Ja, schreckt euch nicht an von der Farbe. Das ist so eisblau. Und das ist ein Sechseck wie ein Tipi. Und dabei gibt es auch noch ein Innenzelt mit Moskitonetz. Das Einzige, was man da dazu braucht, sind ein Trekkingstecken. Ja, dabei war noch so ein Sackerl mit einem ganzen Arsch voll Hering, zwei Schnirrl für die Sturmverspannung quasi und so 08, 15 Heringe, aber da waren 2, 4, 5, 6, 12 Stickling sind da dabei. Ja, besser wie gar nichts, oder? Ja, Freunde, da steht jetzt das Wunderding, also bitte nicht aufregen, angespannt ist das bescheiden, das weiß ich eh. Ich habe es nochmal probehalber aufspannen wollen, wie das ausschaut. Und das ist wie so ein Tipi, also sechseckig. Wird mit einem Stecken da unten gehalten und seitlich angespannt. Wir haben da zwei Eingänge, einmal vorne, einmal hinten. Kann man natürlich alles zurückrollen, wie man will. Da innen kommt schon jetzt eigentlich das Moskitonetz zum Vorschein, das zeige ich gleich näher jetzt. Und hinten gibt es denselben Eingang noch einmal. Also das heißt, man kann dann von zwei Seiten einsteigen, wie man will. Und da drunter ist noch mal ein guter halber Meter so Absinthe. Und drüben dann auch. Ich habe es ein bisschen verspannt aufgestellt, aber
war jetzt nur mal so auf Ruckzuck aufgebaut. So, jetzt zeige ich euch gleich einmal drunter das Moskitonetz noch. Ja, so schaut es einmal ein bisschen von innen aus. Ich schreibe euch dann die ganzen Moose noch extra auf. Ich weiß die jetzt nicht wirklich auswendig. Da die Absinthe, Eingang hervor mit Reißverschluss. Da oben noch so. Aber das kennen sie alle zum für den Luftschlitz. Das kann so ein Kondenswasser bieten. Ja, mit einer Hand geht es schon auch. Und auf der Hinterseite schaut das genauso aus. Wie gesagt, ich habe das jetzt sicher nicht optimal aufgebaut. Das geht sicher noch besser. Und da ist jetzt dann der Eingang von hinten. Ah, das ist alles nicht gescheit gespannt. Also, das gehört alles ordentlich gespannt. Dann steht das wirklich steif. Und man kann natürlich auch das Moskitonetz aufstellen. Oder eben nur die Außenhaut, so wie im Winter wird man ja kaum das Moskitonetz brauchen. Und ja, auch da herüben ist noch einmal so eine Zwangsentlüftung dann. Das Material ist wirklich, wenn es ein Ripstop ist, sicher nicht weltbewegend. Teilweise sind die Nähte schön silikoniert, vertebt noch. Also finde ich nicht so zwider, ehrlich gesagt. Und am Schluss sage ich dann einmal den Preis. Da haut sich dann wahrscheinlich eh gleich am Hintern. Ja, wie gesagt, ich habe mir das da jetzt einmal organisiert, wie wir das da jetzt einmal in Ruhe anschauen, wie das dann alles später aufgebaut wird, gescheit. Und ja, wie gesagt, Mosse kommen dann noch dazu. Ja, jetzt werden wir das wieder anbauen und dann gibt es einmal ein Käfchen. So, jetzt sind wir übersiedelt auf so einen Platzl. Und jetzt gibt es auf alle Fälle einmal ein Käfchen. Heute haben wir wieder den richtigen Kocher dabei. Nämlich meinen Benzinkocher. Einmal aufziehen, Spezi. Jetzt gehen wir her. Und ihr wisst, ich habe da meine Ofenschnur drüber. Die tränken wir jetzt da mal ordentlich. Und somit kann sich der schön vorheizen. Jawohl. Da warten wir fast, bis die Flammen aus sind und dann zünden wir noch. Eventuell sogar zuerst mal vorheizen, aber ja, was so ist. Wir sind ja nicht auf der Flucht, wir haben es ja nicht ehrlich. Schauen wir mal, ob schon was kommt. Fauchen tut er schon dezent, aber das wird noch ein bisschen brauchen, bis er seine Temperatur erreicht hat. In der Zwischenzeit richten wir mal das Käfchen her. So, und drauf. Ich habe zwar meinen Leisebrenner heute auch mit dabei, aber heute lasse ich noch mit fahren. Heute stehe ich drauf. Jawohl, da ist er schon. Herrlich. Ja, bevor ich aber mal alle trinke, mein Standardspruch. Ich grüße mal wieder alle meine Krankensesseln. Gesund werden, Freunde, dass es rauskommt, so wie ich. Und dann der Rest der Welt. Prost. Huschis, huschis. Ja, wenn die Sonne weg ist, wird's scheiß an, es wird angekühlt. Ja.
Alte herum ist halt einfach immer geil. Super, wenn man sowas von der Haustier hat. Schaut schon geil aus, he? Ich stehe auf das. Ja, Hund aufs Bein. Das ist so geil. Ich glaube, wenn ich ein Lotus X mache, kaufe ich das da alles. Ja, so. Adilaki, das war sie. Jetzt kommt auch schon langsam der Winter auf. Das ist allerdings nicht so schön. Es wird kühl und wir haben auch im Augenblick schon 15.30 Uhr und jetzt packe ich mich sowieso schon langsam wieder zusammen und werde mich heimgehen ins Warme. So, heute machen wir wieder einen gepflegten Überwurf. So, passt, alles, alles, alles schön zusammengerannt. Das passt schon so nicht. Gehen wir heim. Ja, ein letzter Blick zurück auf mein Eigentum, wenn ich den Lotus X mache. Aber da will Drama weiter davon. Da will ich mir halt nur weiter aus. Ja, Freunde, das war es einmal wieder. Ich bin hier unten angekommen, fällt mir eigentlich nicht mehr die Verabschiedung, aber ich glaube, jetzt wart's noch auf einen Preis, oder? Jetzt wart sicher wissen, was das Zelt gekostet hat. Ich sag gleich dazu, das ist kein Hilleberg. Wenn das der Sascha sieht von Kanal Wildhex TV, schlagt er die Hände vom Gesicht zusammen. Das kommt aus China und hat 37 Euro gekostet. Aber schon allein innen des Netzes ist mir das wert gewesen. Und das außen hat, wenn die wirklich mal hinsetzen wird, na dann fliegt es weg. Gut, in dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, ich hau euch den Link von, ich habe sie über eBay gekauft, hau euch den rein. Könnt ihr euch das anschauen, ob ihr das wollt oder nicht, keine Ahnung. Erwartet euch nicht, weiß gut was drum. Es ist nicht schlecht, muss ich sagen, für den Preis ist es wirklich nicht schlecht, aber das muss sich jeder selber überlassen. In dem Sinn sage ich wieder danke fürs Mitlaufen, danke fürs Dabeisein. Schönen Tag, schöne Wochen und Servus die Mal und pfiat euch die Buben.